Hallo und herzlich willkommen bei Degan Kochen. Wir machen heute ein Himbeer-Blaubeereis am Stiel. Für das Eis am Stiel braucht ihr wirklich nur zwei Zutaten. Ich zeige euch heute sogar eine vegane Variante, erzähle euch aber dazu auch noch, wie ihr eine normale Variante machen könnt. Und da das Eis wirklich super schnell geht, zeige ich euch direkt mal die Zutaten. Wir benötigen 200 Gramm Früchte, ich habe hier jetzt Himbeeren und Blaubeeren und 200 Gramm Joghurt. Ich verwende hier Soja-Vanille-Joghurt, ihr könntet aber natürlich auch normalen Soja-Joghurt oder auch Naturjoghurt verwenden. Jetzt kommen auch schon beide Zutaten in den Mixtopf. Und solltet ihr Naturjoghurt verwenden, müsst ihr natürlich dann einmal abschmecken, ob ihr dann eventuell noch etwas nachsüßen müsst. Da der Soja-Vanille-Joghurt jetzt schon gesüßt ist, brauche ich jetzt keinen separaten Zucker. Dann einmal den Deckel aufsetzen und wir vermischen das Ganze 20 Sekunden auf Stufe 8. Das Eis hat so jetzt auch schon eine richtig schöne Konsistenz, aber es wäre jetzt eher Nice Cream. Ihr könntet sie natürlich auch so schon essen. Ich möchte sie aber eben hier noch einfrieren, damit das Ganze noch etwas fester wird und eben etwas Form bekommt. Und deswegen werde ich das Eis jetzt hier eben in meine 6 Formen füllen. Zum Schluss müssen wir jetzt nur noch unsere Eisstiele hier in die Mitte setzen und dann kommt das Eis auch schon für circa 6 Stunden in den Gefrierschrank oder einfach über Nacht. Und so schnell ist das Himbeer-Blaubeereis am Stiel auch schon fertig. Also ich finde, es sieht richtig schön aus, es ist richtig schnell fertig und ihr könnt es sogar noch in Schokolade tunken. Dafür einfach ein bisschen Zartbitterschokolade schmelzen, das gefrorene Eis einmal quasi reindippen und dann wird das die Schokolade eben auch sofort fest und es schmeckt richtig lecker. Oder ihr macht die Schokolade in einen Gefrierbeutel, schmilzt sie darin und ja, zieht darüber über dem Eis eben so Streifen. Das sieht auch richtig schön aus und schmeckt richtig lecker. Ja, die genauen Mengenangaben schreibe ich euch nochmal auf dem Blog elegant-kochen.de. Dann könnt ihr nochmal alles nachlesen und direkt starten. Und natürlich könnt ihr jegliche Früchte verwenden. Also ihr könntet zum Beispiel auch frische Früchte verwenden und das Eis dann einfrieren. Oder natürlich die Früchte eurer Wahl, die dann eben gefroren sind. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zur nächsten Woche. Tschüss!